Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Sonntag und damit Zeit für das Brett zum Sonntag. Schön, dass ihr wieder einschaltet, schön, dass ihr wieder dabei seid, wenn wir über Dinge reden, die die Brettspielwelt bewegen. Oder zumindest mich oder euch. Wir werden sehen. Wir haben wieder ein neues Thema. Die Spiel ist vorbei, auch wenn sie dieses Jahr nur die Spiel digital war. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, wir gehen gleich wieder zurück. Ich habe zwei Kommentare rausgesucht. Vielen, vielen Dank da wieder fürs fleißige Mitreden und Diskutieren. Da kamen da wirklich sehr interessante Sachen bei rum. Da habt ihr wirklich einige sehr spannende Punkte gebracht. Fand ich wieder sehr, sehr gut. Da gehen wir gleich drauf ein. Und dann haben wir ein neues Thema, was sich wieder mit Ereignissen der Brettspielwelt gerade rund um das, ja, Q4 viele Neuheiten drehen. Denn ja, von Neuheiten werden wir gerade erschlagen. Das ist gut, aber bringt halt auch Herausforderungen mit sich. Reden wir gleich auch drüber. Vorher noch eine Sache in eigener Sache. Ihr wisst ja, mein Brett zum Sonntag ist quasi mein Format, wo ich mich ausquatsche. Gut, eigentlich quatsche ich in jedem Format, aber hey. Und da was in eigener Sache, ich lese ja immer sehr aktiv mit und wenn die Zeit da bleibt, ich kommentiere auch überall, versuche es zumindest immer überall, gebe aber zumindest überall ein Herzchen, damit ihr wisst, ich habe den Kommentar gelesen und zur Kenntnis genommen und wenn ich dann Zeit habe, antworte ich drauf. Und ich hatte in der Woche, hatte ich mit der lieben Cat mein oder unser neues Hand am Brett, wo wir gezeigt haben, was wir so gespielt haben. Und da habe ich ein paar Mal von euch, und das habe ich vorher auch schon bekommen, die Kritik bekommen, Mensch, ey, es nervt, lass doch Cat mal ausreden, quatsche immer, mach nicht immer deine Spiränzchen und sowas dabei. Ich finde zum einen, von so ein paar Spiränzchen lebt das Ganze natürlich auch und ich weiß auch, dass das unter Cat und mir einfach auch so ein Ding ist, dass wir uns da manchmal gegenseitig neckeln. Aber ich sehe da euer Kritikpunkt, dass ich Cat ausreden lassen soll. Das kam an, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gelesen, dazu muss ich zwei, drei Sätze sagen. Cat ist jetzt seit fast genau einem Jahr mit dabei, dass sie in den Videos eben auch ab und an auch mal auftaucht, weil sie sagt, sie hat total Bock darauf. Das ist dadurch gekommen, dass sie letztes Jahr im Oktober war sie mit auf der Spiel. Sie ist ja in dem ganzen Brettspiel-Hobby ist sie noch gar nicht so lange drin, also in Anführungsstrichen. Das hat bei ihr ja erst so angefangen, nachdem oder in der Zeit, wo sie schwanger wurde, weil wir da plötzlich halt, wer Kinder hat, weiß, wovon ich rede, sein komplettes Leben umstellen musste. Wir sind nicht mehr so oft abends rausgegangen, sind nicht irgendwie so oft in Urlaub gefahren oder dass man mal abends essen oder ins Kino ging. Und da hat sie so ein bisschen angefangen, dadurch, dass ich schon länger im Brettspiel-Hobby war, aber plötzlich halt so ein Interesse dafür zu entwickeln und Spaß daran zu finden. Und das ist jetzt ja bald 5 Jahre her. Also das ist doch recht frisch, kann man sagen, wenn man so zurückblickt, wie lange einige andere schon im Hobby, also auch ich, dabei sind. Und jetzt weiß ich, dass letztes Jahr zum ersten Mal wirklich so richtig bewusst auf der Spiel und fand das cool und hat gemerkt, wie ich mit vielen von euch in Interaktion getreten bin. Aber auch diese ganze, das große Spieleparadies, das hat sie da zum ersten Mal live gesehen und dann sagte sie von sich auch, sie hat auch echt Bock drauf, mit im Video dabei zu sein. Und klar, jetzt nicht regelmäßig, aber immer mal. Sie hat dann angefangen, auch ihren Instagram-Account zu machen. Da ist sie ja viel aktiv unter Mrs. Brett Ballett. Also wenn ihr ja noch nicht folgt, tut ihr einen Gefallen, lasst ihr gerne ein Abo da. Sie macht das echt sehr, sehr cool. Und dadurch fing das erst alles an. Und sie sagt aber auch am Anfang zu mir, du, ich bin nicht so ein Quatschkopf wie du. Ich bin froh, dass ich so eine Frau habe, die so ein Gegenpol zu mir ist in vielerlei Punkten. Das brauche ich manchmal auch, um da ein bisschen gebremst zu werden. Und dann sagte sie aber am Anfang, Mensch, ich habe schon Bock darauf, ich bin bei sowas aber unsicher und Cat ist manchmal da eh unsicherer, als sie sein sollte. Ich sage es immer wieder. Und sagte, Mensch, guck, wenn ich da mich irgendwie so ein bisschen verhaspel, dass du das so ein bisschen auffängst und so ein bisschen mich an die Hand nimmst. Und das ist so ein bisschen beibehalten, dass man natürlich merkt, auch mit Videos, da ist sie jetzt noch unerfahrener als ich. Dann hat sie schon mal partout nicht so dieses Quatschkopf-Gen, das ich habe. Aber ich merke selber, wenn ich das jetzt auch die Videos mit dir drehe oder das sehe, dass sie da einen enormen Sprung gemacht hat, also im Vergleich zum ersten Mal. Und ich finde, sie macht das richtig, richtig gut inzwischen dafür, dass sie da vor 1-2 Jahren auch noch deutlich schüchterner war in vielerlei Punkten. Und ich bin da echt sehr, sehr stolz auf meine Frau. Also da wirklich Chapeau davor. Und ich überlege auch, ob ich jetzt zu Weihnachten, ich weiß nämlich, sie guckt das Brett zum Sonntag, das guckt sie nie, weil sie sagt, du, ich höre dich hier zu Hause schon immer so viel labern, dann muss ich nicht noch ein Brett zum Sonntag gucken. Ich weiß gar nicht, was sie meint.
überlege ich, ob ich jetzt zu Weihnachten, je nachdem wie das jetzt durch die Corona-Situation alles geht, ihr so eine Art kleinen Moderationskurs schenke. Wir haben über meine Arbeit, wisst ihr ja, dass wir da eben auch sehr viel professionelle Videoproduktion auch machen und Moderatoren auch da haben. Und dadurch haben wir auch diverse Kontakte zu so Schulungszentren, keine Ahnung, wie man das nennt, wo halt so Moderationssprechkurse und alles es da gibt. Da werde ich ihr so einen Kurs zu schenken. Sie ist wahrscheinlich am Ende sogar besser als ich und das ist auch okay so. Nein, aber ich glaube, dass sie da echt den Spaß dran hatte, weil da muss man auch nochmal sagen, danke an euch, dass ihr da wirklich viel positives Feedback gibt, auch bei der Art und Weise, wie sie da auftritt. Und deshalb kam die Kritik an. Ich muss mich da ein bisschen auch zurückhalten und auch ein Stück weit mitlernen, dass sich meine Frau da sehr, sehr gut vor der Kamera entwickelt hat und ich gelobe Besserung, ihr da nicht so oft ins Wort zu fallen und das Ganze nicht so albern zu machen oder irgendwie so, wenn sie was erzählt, das Ganze irgendwie so zu verulken. Das ist manchmal meine Art, das ist auch nicht böse gemeint. Kat weiß mich da zu nehmen und dann kriege ich manchmal einen drüber. Und das ist ja in gewissem Maße, ist es ja auch eine Art der Interaktion, die auch mal lustig sein kann, aber es darf natürlich nicht überhand nehmen. Deshalb die Kritik kam an und ich gelobe wirklich Besserung und kann nur noch mal sagen, dass ich da sehr, sehr stolz auf meine Frau bin, wie sie das Ganze macht und ich da auch sehr glücklich bin, das mit ihr zusammen zu machen. Weil so ein Hobby zu teilen ist schon schön, natürlich beim Spielen zum einen, aber auch der Kanal ist ja inzwischen ein Hobby für uns geworden, was über das klassische Spielen hinausgeht. Und das finde ich sehr, sehr schön und angenehm. Und das halt eben auch, ich sag, mit Kat zu teilen, die jetzt, wie gesagt, lange nicht in allen Videos dabei ist, sagt sie auch, das wäre auch zu viel. Aber dafür macht sie eben mehr auf Instagram und zeigt da immer wieder Sachen, die sie jetzt gerade begeistern aus der Brettspielwelt. Deshalb, wie gesagt, Mrs. Brett Ballett. Ich verlinke es unten nochmal in den Videokommentaren. Und ja, that's it. Dafür. So, muss aber mal gesagt werden, fand ich wichtig. Wie gesagt, es wurde einige Male von euch geschrieben und deshalb war es mir wichtig, da einfach nochmal drauf einzugehen. So, was auch einige von euch geschrieben haben, viele sogar, das war, als wir letzte Woche über die Spiel Digital diskutiert haben und da war so ein bisschen, was war euer Fazit, wie war so eure Zusammenfassung, wie habt ihr das Ganze erlebt? Und da habe ich mir mal zwei Kommentare rausgesucht. Das ist einmal von dem Miguel Quadron. Grüße gehen raus, Miguel. Und er schreibt, ich war noch nie auf der analogen Spiel in Essen, da mir die Zeit fehlt und es mir auch ein bisschen zu viel Trubel ist. Daher war ich richtig froh über die digitale Umsetzung. Die ganzen beteiligten Helden haben etwas richtig Geniales auf die Beine gestellt. Vielen Dank dafür. Ich finde deine Idee mit einer Hybridmesse super. Ja, das sind natürlich die Vorteile von einer digitalen Messe. Leute, die entweder Menschenmassen vielleicht auch nicht leiden können und den ganzen Trubel, aber eben auch aus zeitlichen oder auch geografischen Gründen, weil es zu weit weg ist, da nicht hin können, die können das Ganze eben ja dann doch digital mal erleben. Ich habe es ja letzte Woche gesagt, so eine Hybridmesse kann ich mir für die Zukunft vorstellen, dass halt gerade so Messen in der Größe, so über 100.000, gar nicht mehr so einfach möglich sind, bis jetzt alles durchgeimpft ist. Aber man sagt, es gibt Messen bis vielleicht 50.000 und parallel wird das Ganze digital aber auch noch aufgezogen, sodass die Daheimgebliebenen das auch erleben können. Kann ich mir gut vorstellen, Digitalisierung ist natürlich jetzt noch ein ganzes Stück nach vorne gerückt und ja, ich bin mal sehr, sehr gespannt drauf und da sieht man, dass es auch durchaus alles seine Vorteile hat. So, und dann haben wir noch den Levin Schubert, auch hier, Grüße gehen raus, der ist eher das Gegenteil. Der sagt, danke für das alles, aber ich denke, dass es für die Influencer mehr Messe war als für uns. Aber für das erste Mal war es richtig gut. Feuerland hat es gut umgesetzt mit ihren Gewinnspielen und Co. wie der ein oder andere Verlag. Leider kamen aber zu wenig Infos zu manchen interessanten Spielen. In Boardgame-Geek-Sprache war es eine 6,8 bis 7 Punkte. Ja, der sagt natürlich, da fehlt einiges. Das ist ja auch, sehe ich ja auch ähnlich. Es war, glaube ich, fürs erste Mal gut umgesetzt und viele, viele gute Ansätze. Und wahrscheinlich auch das Beste, was man in der kurzen Zeit machen konnte. Aber natürlich kannst du das Richtige nicht ersetzen und das Gefühl hatte ich aber auch, dass das ich so als Influencer, wisst ihr, ich mag den Begriff nicht gerne, oder als Blogger, nennen wir es mal so, dass man da mehr drin war und mehr Messefeeling hat, weil man so mehr durch die Streams getingelt ist oder dabei war und mehr Interaktion hatte. Wir Blogger kennen uns ja auch alle untereinander. Da hatte ich auch das Gefühl, dass sich das einfach mehr nach Messe angefühlt hat und ich wahrscheinlich, wenn ich jetzt wie die meisten von euch Otto Normal Messebesuch wäre, es nur so semi-spannend gewesen wäre. Weiß ich nicht. Wahrscheinlich, möglich. Ganz schwer beurteilen. Also von daher,
ja, it is what it is. Wir hoffen, dass wir nächstes Jahr in irgendeiner Form das Ganze wieder irgendwie zumindest ein bisschen haben werden. Wir können jetzt eh nur abwarten. Wir steuern jetzt eh erstmal. Morgen geht's in den Lockdown, was auch ganz toll ist, denn ich habe morgen so einen komischen Tag, der mit G anfängt und Urztag aufhört. Wir wollten morgen Abend eigentlich essen gehen, schön das zelebrieren. Ein Satz mit X, das war wohl nix. Stattdessen machen wir einen wunderbaren Spieleabend mit dem lieben Thomas von aka Play That Funky Board Game, aka Better Board Games. Grüße gehen raus an den lieben Thomas. Und weil zwei Haushalte dürfen sich ja treffen, das geht ja dann. Und durch das Kette im Aufspiel sind wir zumindest zu dritt. Das ist ganz gut, da kommt mit Sicherheit auch wieder eine Neuheit auf den Tisch. Mit bisschen Glück, wenn es morgen auch ankommt, wahrscheinlich das Prager oder Paris, das habe ich schon da, also mal gucken, da wird was passieren. Aber genau da gehe ich nämlich jetzt auch in die Richtung, worüber wir heute reden. Und da geht es jetzt um Neuheiten, massenhaften Neuheiten. Könnt ihr euch noch an Matrix 1 erinnern? Waffen. Wir brauchen Waffen. Und es kommen diese riesigen Regale mit den Waffen da reingerollt. Und so fühlt man sich, wenn wir nach der Spiel sind, oder ist es jetzt egal, ob Spiel digital oder die normale Spiel, es sind massenhaft an Neuheiten da. Es sind gefühlt und wahrscheinlich nicht nur gefühlt, sondern auch wirklich weniger Neuheiten als die letzten Jahre. Das glaube ich schon auch. Das merkt man also schon durch die Corona-Krise, dass da einiges weniger ist. Trotzdem muss man sagen, es sind immer noch sehr, sehr viele Neuheiten, weil es wird natürlich vieles auf den Oktober hin produziert, dass es dann da ist. Und das wurde auch mit Sicherheit an einigen Stellen verschoben, aber lang nicht an allen. Und das merkt man natürlich schon extrem. Also das ist schon nicht ohne. Und da muss man schon sagen, wie macht man das? Wie bewältigt man das? Wie? Und darüber reden wir nämlich heute, weil ich habe mir die Frage gestellt, wie kategorisieren wir bzw. wie priorisieren wir, welche Spiele Neuheiten wir spielen. So, jetzt kann man natürlich sagen, ich gehöre zu denen, ich hole mir eh nur ein Spiel im Monat und das wird dann gespielt. Gratulation, du machst es wahrscheinlich besser als ich. Das funktioniert bei mir leider nicht. Hinzu kommt, was ich auch schon ein paar Mal gesagt habe, dass zum Beispiel Kickstarter auch immer etwas unplanbar ist. Denn bei Kickstarter ist es ja teilweise so, ich weiß ja gar nicht, wann es genau kommt. Ich kaufst, weißt dann, okay, dann heißt es zwar meistens, ja, September 2020 wird es geliefert, aber die sind ja selten pünktlich. Und sobald ein Kickstarter nicht mehr pünktlich ist, ist es ja wirklich eine Lottery, also ein Gewinnspiel, ein Bingo, was auch immer, Glücksgriff, wann ist denn dann kommt? Kommt es im November, kommt es im Oktober, kommt es vielleicht doch erst im Januar? Und dann hat man eh schon vielleicht sich 3, 4 Neuheiten geholt oder noch mehr und dann flattern auch noch plötzlich 2 Kickstarter ein, mit denen man gar nicht mehr geplant hatte. Auch schwierig. Ich persönlich gehe immer so ein bisschen davon aus, wie ich das mache. Ich gucke immer so ein bisschen, wie habe ich wirklich jetzt Bock auf das Spiel. Also ich versuche schon ein bisschen zu priorisieren in der Form, okay, bin ich gerade bei irgendeinem Spiel so richtig gehypt. Ich habe zum Beispiel kurz vor der Spiel Digital habe ich die englische Version von Lost Ruins of Arnak bekommen und da war ich mega gehypt drauf. Das war für mich so ein absoluter No-Brainer, wo ich gesagt habe, okay, das Ding muss auf den Tisch, da habe ich richtig, richtig hart Bock drauf und das will ich jetzt unbedingt spielen. Aber das war halt so ein spezieller Fall. Es kommt trotzdem immer wieder Neuheiten, die kommen dann erstmal auf meinen Pile of Shame Stapel oder dann ins Regal, wo ich mir sage, ja, okay, ich habe da Bock drauf, aber mal gucken, wie ich das schaffe. Es ist immer ganz dankbar natürlich bei diversen Neuheiten. Ich bin ja bei uns in der Runde meistens der Regelerklärbär und wenn ich dann mal in Runden bin, wo ich auch eher der Gast bin und da mal mitspielen kann und jemand sagt, Mensch, ich habe da Bock drauf, das Spiel habe ich jetzt gerade vorbereitet, wenn einem so ein bisschen die Entscheidung abgenommen wird. Das finde ich manchmal tatsächlich sehr erfrischend, denn man weiß dann, okay, nice, ich muss da jetzt nicht die Regeln lernen und der hat sie jetzt drauf und wäre jetzt bei mir vielleicht nicht das Priorisierte gewesen, aber der hat die drin, das ist super. Das hilft auch. Es wird natürlich jetzt durch den nächsten Lockdown noch ein bisschen schwieriger, denn da hat man natürlich viele Spiele da, wo man ganz genau weiß, die werde ich erstmal nicht gespielt bekommen, aufgrund der Personenanzahl. Also jetzt, wenn ich zum Beispiel, ich habe zum Glück Cat hier, das heißt, für uns gehen 2er Spiele noch. Aber wenn ich jetzt schon mal weiß, okay, ich wohne vielleicht alleine und solo spiele ich nicht, dann sind viele Spiele gerade eh eigentlich schwierig. So, klar kann man jetzt sagen digital, aber da kennt ihr meine Meinung, da bin ich kein großer Fan von.
gab Tabletopia und Tabletop Simulator. Das ist mir alles zu friemelig und nee, das und ich sag's ja mal, es sind analoge Brettspiele und alle analoge Brettspiele möchte ich auch bitte analog spielen. Wie gesagt, ist meine rein persönliche Meinung, soll jetzt auch nichts gegen die Plattform sein. Ich weiß, dass viele von euch da viel Spaß mit haben und das cool ist, alles easy. Meins ist es einfach nicht. Ist halt so, genauso wie ich Marzipan nicht leiden kann. Tut mir leid, ich hasse Marzipan. Cat liebt Marzipan und sagt mir, yay, mehr für mich. So. Ist dann immer schön. So ist aber auch alles geklärt. Und das ist aber auch so eine Sache, ich kriege jetzt morgen wahrscheinlich, und da bin ich eigentlich mega heiß drauf, das von Frosted, Siderische Konfluenz, die deutsche Version, habe ich mega Bock drauf. 4 bis 8 Personen. Naja, wird jetzt durch den Lockdown, durch den Mini-Lockdown erstmal nicht möglich sein. Also kann ich, und das ist jetzt auch so eine Sache, da wird mir natürlich auch die Entscheidung abgenommen, denn wahrscheinlich hätte ich das Spiel versucht, sehr, sehr schnell auf den Tisch zu bekommen, weil es super viele Vorschusslorbeeren hat und total viele Leute absolut begeistert davon sind. Und das ist das Nächste. Man lässt sich natürlich, wenn man auf Social Media und Co. unterwegs ist, lässt man sich natürlich auch viel von den Hypes anstecken. Wenn Leute gerade etwas enorm abfeiern und sagen, boah, es ist so gut, es ist so fantastisch, dann will man da natürlich auch irgendwo sagen, okay, was ist da jetzt dran? Man lässt sich dann so ein Stück weit mitreißen und ist natürlich auch sofort gehypt und denkt, boah, man will mitreden. Das ist auch noch so ein wichtiger Faktor, der Mitreden-Faktor, zu sagen, okay, das ist jetzt eigentlich, es muss ja von irgendwoher kommen, diese Begeisterung. Ich will es jetzt auch auf den Tisch kriegen. So, also das ist dann noch, man hat zum einen Spiele, die man aufgrund des persönlichen Hypes, der persönlichen Begeisterung sofort auf den Tisch bekommen möchte, wo vielleicht andere sagen, interessiert mich die Bohne. Aber dann wiederum eben auch so Spiele, die mega gehypt sind. Und man will einfach mitreden und wir wissen, was kann es. Bei Lost Ruins of Arnak zum Beispiel war es bei mir wirklich beides. Also ich war selber von Anfang an mega gehypt drauf. Ich liebe Indiana Jones und Indiana Jones Thema. Ich sage ja hier hinter das Fortune and Glory, beste Ami-Trash-Spiel. Und aber eben auch dieser Mix aus Worker Placement mit Deckbuilding, ein bisschen Racing, da habe ich gedacht, das sind alles geile Mechanismen, die ich mag. Dann aber auch noch die Leute, die es auf Tabletop Simulator oder auf der Castle Tricon vom Heidelberg schon gespielt haben, die auch mega begeistert waren. Das war so ein Mix aus beidem, aber es ist halt auch schwierig. Ich habe zum Beispiel letzte Woche, einen Beitrag auf Instagram oder Twitter war es, ich bin mir nicht mehr sicher gesehen, da hat jemand so 3 Weggläser genommen, so leere, also nein, nicht Konserven, sondern so 3 leere Gläser von irgendwelchen Gemüse oder sonst was. Und hat da Zettel reingepackt mit Spielen, die ich noch nie gespielt habe, Spiele, die ich kaum gespielt habe, Spiele, die ich lange nicht gespielt habe. Und wie so lose, so nach dem Motto, okay, wir losen jetzt heute mal, was wir spielen. Das finde ich einen witzigen Ansatz, muss ich sagen. Glaube ich, aber würde bei mir persönlich nicht funktionieren, weil wenn ich da irgendwas rausziehen würde, wo ich einfach null in Stimmung zu bin, dann bringt mir das auch nichts. Dann würde ich das Los wahrscheinlich wegpacken und würde sagen, ich ziehe nochmal und nochmal und dann könnte ich am Ende eh wieder vorgehen wie ganz normal. Also ich finde den Ansatz finde ich enorm witzig, muss ich sagen. Und das ist cool, wenn man es durchziehen kann. Für mich persönlich wäre es, glaube ich, nicht, weil ich muss auch in der Stimmung sein. Und da kommen wir nämlich zu dem dritten Punkt. Neben dem persönlichen Hype, den Hype, den andere machen, dann ist das dritte auch noch die Stimmung. In was für einer Stimmung bin ich denn gerade? Und habe ich darauf Bock? Ich kann nicht jedes Spiel in jeder Stimmung spielen. Oder auch die Konstellation der Gruppe ist natürlich noch wichtig. Das habe ich ja auch schon angerissen. Aber ich habe nicht immer Bock, auch wenn jetzt ein Spiel kommt, wo ich sage, boah, da habe ich mega Bock drauf. Das ist aber ein knallharter Area-Control-Mechanismus mit brutal auf die Fresse. Dann habe ich aber auch manchmal so eine Phase, wo ich mir denke, okay, auch wenn ich jetzt an sich auf das Spiel Bock habe, aber wir haben gerade so eine Situation, wo wir eigentlich nicht so konfrontativ spielen wollen. Und das Spiel wird mir wahrscheinlich mega gut gefallen, aber das schiebe ich jetzt erstmal hinten an. Wir sind gerade einfach nicht so in der Stimmung, uns permanent irgendwie oder die nächsten 1-2 Wochen auf die Fresse zu geben. Ist dann auch schwierig. Also ich finde, das macht auch eine gewisse Rolle. Alles im allen ist es trotzdem natürlich immer schwierig. Gerade wenn man vielleicht irgendwie 4, 5, 6 neue Spiele im Monat bekommt. Gerade zu der Zeit, jetzt habe ich das Gefühl, wenn ich noch Kickstarter dazu nehme, dass es teilweise sogar eher 10, 15 Neuheiten sind, die da pro Monat kommen. Wie gesagt, jetzt morgen kommt das Prager. Da habe ich total Bock drauf. Bei dem Prager bin ich jetzt in der Situation zum Beispiel, da lasse ich mich von dem Hype komplett mitreißen. Aber
dem Hype, den ich nachvollziehen kann, weil ich Underwater Cities, das ist ja von demselben Autor, weil ich Underwater Cities auch fantastisch finde. Damit hat er wirklich ein richtig, richtig gutes Ding hingelegt und ich jetzt auch neugierig bin, ob er bei Praga da das fortsetzen kann. Weil es geht natürlich dadurch eben auch mit einer sehr, sehr hohen Erwartungshaltung in den Ring. Und da bin ich eben auch mal sehr gespannt. Also man wird sehen. Wichtig ist, wie macht ihr das Ganze denn? Wie priorisiert ihr? Legt ihr die wirklich nach einer Reihenfolge hin und sagt, so spielen wir das jetzt runter? Oder sagt ihr, Mensch, bei dem, ich bin froh, dass ich es im Regal habe und ich freue mich drauf, wenn es irgendwann auf den Tisch kommt, aber es muss jetzt nicht die nächsten 3-4 Wochen sein. Wie geht ihr davor? Das würde mich mal tierisch interessieren, denn ich sehe es ja jetzt auf vielen sozialen Kanälen, dass ihr auch gerade massenhaft an Neuheiten bekommt, wie es nun mal eben die Jahreszeit jetzt mit sich bringt. Würde mich mal interessieren. Schreibt es da gerne in die Kommentare, wie da so eure Art der Priorisierung ist. Lasst uns mal drüber quatschen. Vielleicht lerne ich ja auch noch ein bisschen was. Ich bin ja immer noch lernwillig. In diesem Sinne, es ist Sonntag. Ihr spielt was Schönes. Ihr habt eine gute Zeit. Lasst euch gut gehen. Passt auf euch auf und bleibt gesund. Wir sehen, hören, riechen uns. Macht's gut. Danke. Bis bald. Und tschüss.